Servus und herzlich willkommen zum neuen Video von Altblechkutscher Garage. In diesem Video, kleiner Quickfix, wir rüsten Bluetooth am E53 nach und da nehme ich euch jetzt mal mit. Bluetooth im E53 nachrüsten geht eigentlich relativ einfach. Alles was ihr braucht hier ist so ein Bluetooth-Modul. Das gibt es hier auf Amazon oder wahlweise auch eBay. Kostet roundabout 35 Euro. Das Einzige, was ihr jetzt dann noch machen müsst, ist hier die Verkleidung aufmachen. Mit dem Handgriff und einer Achte den Wechsel hier rausschrauben. Dann einfach den Wechsler nehmen, rausziehen, ich habe nur eine Navikarte dabei, praktisch. Dann am Wechsler selber sind hinten zwei Stecker, die kann man einfach nach hinten abziehen. Wechsler legen wir jetzt einfach mal zur Seite zum Testen. Dann einfach den großen Stecker und dann den kleinen da rein, das ist einfach pulssicher, also ihr könnt hier nichts verkehrt machen. Und das war's auch schon. Das Modul, das könnt ihr jetzt einfach da hinten reinlegen. Wechsler wieder rein, Schrauben wieder rein und dann geht's los. Abdeckung drauf, fertig. Das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, einfach hier auf Mode gehen. Jetzt seid ihr im CD-Menü drin und sobald man im CD-Menü drin ist, ist auch die Wechselsimulation aktiv und quasi Bluetooth durchgeschaltet. Jetzt könnt ihr mit eurem Handy über Bluetooth euch verbinden und dann könnt ihr ganz normal Musik hören.